Sie sind hier, 19. November 2018, 11.45 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Benjamin Hübner spielt seit 2016 in Hoffenheim. Urheberrecht Getty Images. Benjamin Hübner von 1899 Hoffenheim hofft auf ein baldiges Comeback. Er spricht über seine Gehirnerschütterung, die er mit einem Systemabsturz vergleicht. Abwehrspieler Benjamin Hübner, 29, vom Bundesligisten TSG Hoffenheim liebäugelt nach seiner am 3. August erlittenen Gehirnerschütterung mit einem zeitnahen Comeback. Auf die Frage, ob hierfür das Champions League-Spiel bei Manchester City am 12. Dezember ein realistischer Zeitpunkt sei, antwortete Hübner dem Kicker, auf jeden Fall. Ich hoffe sogar auf ein früheres Comeback. Hübner hatte vor über 3 Monaten im Trainingslager der Kraichgauer einen Ball in das Gesicht bekommen. Er verglich die Folgen nun mit einem Systemabsturz eines Computers. Der Innenverteidiger wurde danach von Schwindelgefühlen, Kopfschmerzen und Lichtempfindlichkeit geplagt. Er durfte außerdem diverse Medien nicht benutzen, um seinen Kopf nicht zu sehr zu beanspruchen. Hübner bezeichnete die vergangenen Monate als die schlimmste Zeit in meiner Karriere. Mir wurde extrem vor Augen geführt, dass Gesundheit und die Familie und Freunde über allem stehen. Wirklich über allem. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.